Ja, Leute, willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Ihr seht links unten Escape, Stufenaufstieg. Drück ich mal. Wollte ich mal, genau, hier war nämlich alles rot wegen des Fluchs. Das dachte ich mir noch fast. Ja. Habe ich beim letzten Mal nicht gemacht, weil wegen komisch alles rot und ich mir nicht sicher war, ob ich da jetzt vielleicht irgendwelche Punkte verschwende oder so Geschichten. Hier haben wir noch einen Meilenstein. Fallen können entschärft und zu Komponenten zerlegt werden. Das ist schon mal gar nicht verkehrt. Ich denke aber, wir... Ja, Verstohlenheit, die nutze ich in letzter Zeit so selten. Deswegen bin ich da jetzt, wo ich am Anfang noch so gedacht habe, Alter, alles reinbuttern, bin ich jetzt eher skeptisch, ob ich das überhaupt brauche auf lange Sicht. Auf jeden Fall die Sinnesschärfe durchskillen, die ist viel zu wichtig. Alleine schon der letzte Meilenstein, dass Wissenssteine und Schätze auf der Umgebungskarte angezeigt werden. Das macht halt später das Suchen selbiger so viel einfacher. Ich denke, wir gehen erstmal noch wieder ein bisschen auf die Giftresistenz. Was ist das überhaupt? Deine Fähigkeiten bei der Herstellung obskurer Toxine erlauben es, deinen Giftangriffen auf andere Gegner überzuspringen. Oh, das ist gut. Wir gehen mal schön auf Gift. Das finde ich gut. Dann buttern wir jetzt hier alles rein. Dann haben wir 40% Giftresistenz. Das finde ich gut. Und brauchen hier für den nächsten 76 Raffinesse-Punkte. Entschuldigung. Sodom und bestätigen. Schön, 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 schön. Seien noch beide Dinger aktiv? Ja, ne? Es ist rot und es ist grün, alles ist gut. Dann jetzt Inventar durchgucken. Können wir ja auch hier machen. Oh, müssen wir ja nicht schon reingehen und uns mal, keine Ahnung, zulabern lassen. Achso, das sind die Zahnstocher. Ganz wichtig. Darum können wir die auch nicht zum Plunder hinzufügen. Ich hätte die jetzt fast weggehauen. So, Plunder. Der ist richtig gut. Einen sollten wir mal behalten. Für den Fall, dass ich da doch nochmal irgendwie umschwenken sollte. Das kann natürlich alles weg. Plunder, Plunder. Also wie gesagt, immer alles, erstmal jetzt alles weg. Vielleicht packe ich irgendwann nochmal eine andere, warum schimmer ich so komisch in den Händen, noch mal Zauberkraft oder Macht dazu, das müssen wir dann mal sehen. Wollte gerade sagen, hä, sind die Dolche weg? Nein. Wir haben 8% Volltrefferschaden und die Lebensregeneration. Ja klar, hier wieder durch die 12% Feuerresistenz höhere Rüstung. Aber mir ist die Lebensregeneration, die ist mir doch, die habe ich ein bisschen lieb gewonnen. Haben aber die meisten wahrscheinlich auch schon gemerkt. Rüstung des Elixiers. Da ist auch wieder die Frage, Giftresistenz kriegen wir eigentlich durch unsere Passive genug, dass ich eigentlich wieder die Hartgesottene nehmen kann, ne? Mache ich auch. Sieht zwar im ersten Moment aus wie eine Schwächung. Ist es aber nicht. Warum hat die plötzlich 69 Rüstung? Hatte sie vorher nicht?
Na gut, mir soll's recht sein. Hab da kein Problem mit. Ah, die ist auch schon echt gut. Die ist schon echt gut, die Handschuhe. Verstehst du? Oh, Macht. Oh, Zauberkraft. Ach, die sind ja auch Macht. Na, das ist ja nicht so toll. Oh, wie viel Giftresistenz wir auch auf unseren Gegenständen haben, das sehe ich jetzt erst. Das ist ja richtig übel. Also dafür überhaupt keine anderen Resistenzen. Blitz, also wenn einer mit dem Feuerzeug kommt, müssen wir rennen, aber nun gut. Hier bin ich auch schon wieder ernsthaft am Überlegen, weil 3% Volltrefferchance, das ist schon gar nicht so ohne. Der Volltrefferschaden bleibt der gleiche. Wir verlieren halt ein bisschen Rüstung. Also, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich nehme ein bisschen mehr Offensivpower. Plunder, die muss ich sowieso wegschmeißen. So, Kinas. Was ist was? Die Halskette des Elixiers, die kommt mal weg. Wie gesagt, Giftresistenz kriegen wir erstens durch unsere Skills genügend und zweitens haben wir auch auf unserer Rüstung mittlerweile oder aktuell noch so unglaublich viel Giftresistenz. Das ist nicht mehr feierlich. So muss ich es machen. So, Gegenstände. Was haben wir denn da Neues bekommen? Die Silberklumpen, habt ihr gesagt, die soll ich doch bitte endlich mal verkaufen. Die seien nur dafür da. Dann werde ich selbiges doch mal tun. Die machen wir mal noch. Rest lasse ich erstmal. Ja. So. Mensch, langsam entwickelt man doch Routine bei sowas. Guck mal, 8 Minuten nur. 5 Stufen Aufstieg, Inventar durchforsten. Hallo. Ein bisschen drüber philosophieren, was man nun ausrüstet und was nicht und warum überhaupt und hast du nicht gesehen. Guter Schnitt. So, wie immer, alles Weiße, was wir verwerten können, verwerten wir oder zerlegen wir. Rest, gute Frau. Wir haben normalerweise mehr auf Lager. Wird verkauft. Sämtlichen Plunder verkaufen. 14.000 Gold schon wieder. Ja, aber wegen der Blutpest. Naja, unsere Türen stehen im... Tschüss. Plunder zerstören. Yep. So, damit sind wir wieder runter auf 22 Gegenstände. Alles ist cool. Heiltränke. Wir haben normalerweise mehr auf Lager. Haben wir, glaube ich, noch genug. Hast du überhaupt welche? Ja, ne? Ne, das sind unsere verkauften Gegenstände. Wie viel wir bei eh schon verkauft haben. Einfach mal. Finde ich irgendwie ein bisschen seltsam, dass unsere verkauften Gegenstände hier ständig noch da bleiben. Und nicht irgendwann resettet werden, das finde ich überraschend, nenne ich es mal. Aber offensichtlich werden auch Heiltränke nicht wirklich aufgefüllt. Aber wegen der Blutpest. Naja, ja, ja. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Wegen der alten Blutpest, die olle Sau. Jetzt sind wir hier schon wieder fertig, wa? Kernuralim hatte ich ja extra schon entdeckt, um schnell reisen zu können. Und das machen wir auch mal. Denn wir haben aktuell nicht wirklich viel mehr zu tun.
Bist du einfach nur eine Feige? Lamara. Muss ich mich mit ihr nicht treffen? Ein weiterer Sterblicher. Chill mal. Aber nicht wie die anderen. Nee, ich bin cooler. Ihr seid hier willkommen. Nyrelim hat euch erwartet. Kann ich mit dir reden? Nyrelim spricht nur selten und verliert noch weniger Worte an die Kinder des Staubs. Ihr seid eine bemerkenswerte Ausnahme. Nyrelim würde euch nicht erwähnen, wenn es sich nicht um eine dringliche Angelegenheit des Schicksals handelte. Ihr solltet selbst mit dem Weisenbaum sprechen und herausfinden, was vorhergesehen wurde. Lamara. Ich wurde vom Hof des Sommers als eine der zahlreichen Fürsorger Nyrelims auserwählt. Und gelegentlich habe ich das Privileg, die Weisheit des großen Baumes selbst zu hören. Und Nyrelim. Nyrelim ist weiser als König Titarion und älter als jede Erinnerung. Nyrelims Worte der Weisheit haben im Hof des Sommers großes Gewicht. Fürsorger. Wir kümmern uns um den Baum und sorgen dafür, dass er stark und prächtig wächst. Aber wir sind mehr als nur einfache Gärtner. Es ist eine Ehre, zu jenen Auserwählten zu gehören, die im Schatten von Nyrelims Weisheit meditieren dürfen, die ihn pflegen und sich mit seinem Geist verbinden. Geht in Weisheit. Ja, das tue ich. Dann wollen wir mal. Ker Nyrelim wartet. Da werden wir uns jetzt sicherlich die nächsten oder den Rest der Folge aufhalten. Ich gehe mal davon aus. Ich war schon drin, ich bin doof. Ich bin richtig schön doof. Oder? Richtig schön. Aber so richtig schön doof. So, jetzt gucken wir. Jetzt gucken wir uns das hier mal an. Sah halt so ähnlich aus zum Gebiet vorher und ich habe nicht richtig aufgepasst. Es tut mir ja leid. Kommt auch höchstens noch 4 bis 7 Mal vor im Let's Play. Nyrelim war vor langer Zeit ein Schößling, als Dalentat nichts weiter als eine trostlose Einöde war. So wie das geschrieben war, stand da Schößling. Schößling würde man nämlich immer noch mit scharfem S schreiben. Freunde. Es sei denn, es wird alles groß geschrieben, denn da gibt es kein großes scharfes S, existiert nicht. Das wird immer zu einem Doppel-S. Dalentatstein. Die Maid, überzeugt von Olaines Bedrohung, willigte ein, die Stadt zu befreien. Man dankte ihr mit lobendem Wort. Und ruhig schlich sie sich fort. Als die Kranken waren genesen, das Böse besiegt, kehrte Olaine zurück in das Land, gefundene Magie als Geschenk in der Hand. Ich find's ja echt blöd, dass dieses Vorlesen vom Stein offensichtlich in den Soundoptionen zu, was weiß ich, Soundeffekte oder Musik zählt und nicht zu den Stimmen. Das heißt, die Stimmen in Dialogen sind schön laut und das Vorgelesene ist immer so ultra leise. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwelche Audiodateien mal eben verschieben kann in einen anderen Ordner. Ich weiß ja nicht genau, wie die Ordnerstruktur nun ist. Ich habe mir das noch nicht angeschaut. Mache ich auch eher selten. Wäre halt mal was, wo ich gleich nach der Folge mal kurz gucken könnte. Schwarzer Kohosch brauchen wir. Für den Fall der Fälle, um uns mal wieder kleinere Tränke zu herzustellen. 2 Komm Stück. Komm näher, kleine Absonderlichkeit. Wie hast du mich genannt? Ich mach dich kalt. Geronimo! Geht nicht. Geronimo! Geht nicht. So, Nyrelim, dann komm mal her. Komm mal her, Junge. Er hat's ja schon ganz schön hier. Ein bisschen kantig. An der Kantenglättung könnte Nyrelim noch ein bisschen arbeiten. Aber ansonsten doch schick. Hoi. Sauron, bist du's?
Der Sonderbare sucht einen Weg zu den Feien, hat jedoch stattdessen zu den Ästen des Weltenbaumes gefunden. Ruht euch aus, Schnelllebiger, damit ich euch betrachten kann. Der Weltenbaum erinnert mich an Secret of Mana. Wer seid ihr? Seht euch um. Alles, was ihr sehen könnt, bin ich. Meine Wurzeln erstrecken sich über ganz Dalentat. Und meine Blätter lauschen den Winden, die von überall zu uns wehen. Von der Eisbruchküste bis nach Alabastra. Meine Familie und ich umschließen diese Welt. Wir waren noch Schößlinge, als eure Art aus dem Dunkel trat. Und wir werden mit euch wachsen, bis diese Welt erneut brennt. Brennt. War der Weltenbaum überhaupt Secret of Mana? Kam ich gerade schon wieder ins Zweifeln. Ich muss den Hochkönig sprechen. Meine Wurzeln erstrecken sich tief und weit. Und ich habe gehört, was euch hierher führt. Ich kann jedoch nicht sehen, welchen Weg ihr von nun an einschlagen werdet. Die Zeit der Feien läuft ab. Was? Ich muss sie in ihrer Dämmerung behüten und sie vor der Verdorbenheit beschützen, die ihre Art im Osten befällt. Ich kann den Feien helfen. Die Gärten des Schicksals liegen offen vor mir. Und alles, was jemals sein wird, ist in ihren Blüten sichtbar. Ysas Ende, begraben unter Prismärklingen, steht schon seit jeher fest. Ich kann die Flut nur zurückhalten, ihr hingegen. Ihr könntet die Gezeiten möglicherweise ändern. Wo auch immer ihr hingeht, kennzeichnet ihr alles durch eure Berührung. Bevor ich euch helfe, muss ich eines wissen. Werdet ihr ein behutsamer Gärtner sein oder ein achtloser Schnitter? Kevin, das ist keine Antwort auf die gestellte Frage. Was braucht ihr? Ich kann das Schicksal Ysas ändern. Ja, aber wird es auch zum Besseren sein? Ich kann euch nicht davon abhalten, es zu versuchen, aber vielleicht kann ich eurem Handeln eine Richtung geben. Ein Stamm von Trollen wurde durch den Prismär verdorben. Ihre Matriarchin Gnarsch hat die Clans vereint und damit den ersten Schritt auf dem Weg zu Dalentars Untergang gemacht. Ihr könnt dieses Schicksal verändern, doch mit welchem Ergebnis? Ihr könntet dadurch eine noch größere Gefahr heraufbeschwören, wie eure Verbündete, Alyn Shear. Gnarisch ist so ein typischer Ork- oder Trollname. So lustig. Alyn Shear ist keine Bedrohung. Was wisst ihr über sie? Sie beschreitet einen dunklen, verworrenen Pfad. Einen Pfad, den ihr einst vor eurem Tod gemeinsam mit ihr beschritten habt. Doch euer Weg ist allein der eure. Vernichtet Gnarsch, beseitigt die Verdorbenheit des Prismär. Dann werde ich erkennen, wer ihr seid, wenn auch nicht, zu wem ihr letztlich werdet. Warum so leise, Nyralim? Nyralim. Erzähl erstmal was über dich. Ich bin so, wie es die Weltenbäume schon seit Anbeginn der Zeit waren. Ich beobachte, ich begreife und ich erinnere mich. Reden wir mit ihm noch zu Ende? Ja, das machen wir noch zu Ende. Ysa. Sie ist die letzte große Feienstadt. Sie ist sowohl die Geburt ihres Traumes, als auch der Thron ihres gewaltigen Reiches und das Sterbebett ihrer Art. Das nicht. Als Dank an Hochkönig Titarion wachen meine Äste in ihrer Dämmerung über ihre Stadt. Allein mit meiner Einwilligung dürfen Besucher sie in ihrer Schwäche sehen. Okay. Das wollen wir.
Schicksal. Die Schicksale der Schnelllebigen sind äußerst simpel. Wachsen, essen, vermehren, sterben. Und sie folgen stets einem absolut vorhersehbaren Weg. Ihr jedoch seid einzigartig unter euresgleichen. Ihr wählt selbst, welche Richtung ihr einschlagt. Aber heißt das auch, dass ihr euch anders entscheidet? Schnelllebige. Ich kann die Schnelllebigen wie euresgleichen, die durch die Welt hetzen, nicht länger ignorieren. Sie sind stets beunruhigt, stets eifrig. Stets entwickeln sie sich weiter, ohne sich dabei je zu verändern. Narren, die meine Wurzeln abhacken und sie verbrennen. Und manchmal auch Weise, die an meinen Ästen hängen und lernen. Prismäre. Für Wesen des Fleisches wie euch so leise. Ist der Prismär ein mächtiges Werkzeug, um sich die Magie zunutze zu machen. Für Wesen der reinen Magie, wie die Tuata oder Trolle, ist der Prismär jedoch noch weitaus mehr. Darum heißt er auch Prismär. Für ist doch klar. Sie ist der Rauschmittel Segen und Verzückung in einem. Er treibt sie an und verzehrt sie. Und die Willensschwachen werden von ihm vollständig verdorben. Gnarsch. Die Trollmatriarchin. Der Prismär hat sie verdorben und sie grausam gerissen und weitaus ehrgeiziger gemacht, als es ihrer Art entspricht. Sie trägt die Zeichen der Tuata und teilt ihre mörderischen Absichten. Feier. Wie die Sonne am Himmel kannten sie mich schon, als ich noch ein Schößling war. Und sie werden mich noch immer kennen, wenn ich verdorre. Sie werden jedoch nie wissen, was Wandel ist oder wie sie sich aus ihren eigenen Mustern befreien können. Nur ein Feier hat sich jemals wirklich geändert. Und er führt nun eine Armee an, um eure Art zu vernichten. Der alte Spitzbart. Alenshir. Alenshir ist ein Mysterium und ein offenes Buch. Sie ist auf eine Art entschlossen, wie es nur wenige Schnelllebige sind. Ihre Hingabe ist echt, aber ich kenne ihre Beweggründe nicht. Gemeinsam habt ihr unter meinen Ästen dunkle Pfade beschritten. Vor eurem Tod kanntet ihr einander, oder ihr dachtet, ihr würdet euch kennen. Oh, das wird bestimmt noch eine richtig coole Geschichte, die Hauptstory. Da bin ich ja sehr gespannt, wo ist Gnarsch? Ihr findet die Trollmatriarchin und ihre Brut in Haxi. Aha. Ihre Verdorbenheit verbrennt meine Wurzeln und bedroht unsere Zukunft. Das ist nicht gut. Da müssen wir was tun. Aber nicht in dieser Folge. Geht eures Weges und achtet auf eure Verbündete. Ja, das werde ich tun. Beim nächsten Mal verlassen wir Kernyralim. Und ich denke, wir werden die Hauptquest weitermachen. Ich kann auch irgendwann nochmal versuchen, das Medaillon zu stehlen, denn alles andere haben wir ja nun schon. Zur Helmgard-Feste. Moment, das wollten wir noch machen, ne? Wo waren die? Gucken wir mal ganz kurz. Weltkarte. Ach nee, die war ganz hier. Stimmt, das ist so. Das ist noch lange hin. Dann haben wir quasi gar keine andere Wahl, als die Hauptquest weiterzumachen. Oder? Einige haben gesagt, ich soll doch nochmal beim Sternlager gucken. Was es damit auf sich hat. Ich glaube, ich reise da mal schnell hin und gucke einfach mal, ob wir hier noch irgendwo irgendwie Quests bekommen, aber das sieht nicht danach aus.
Als hätten wir hier noch Questgeber, denn die würden uns ja, wenn mich nicht alles täuscht, auf der Karte angezeigt werden. Egal, wir gucken trotzdem nochmal, quatschen ein bisschen. Oder gucken einfach mal, ob uns überhaupt irgendwer irgendwas Neues zu sagen hat. Und dann kümmern wir uns um Gnarsch. Bis hier sage ich aber erstmal danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.